Nexus. Kult macht Kunst. Ein Hörspiel von Enki Durang X. Told you with what care they look after their sick, so that nothing is left undone that can contribute either to their case or health. And for those who are taken with fixed and incurable diseases, Arachne, eine junge Weberin, hochtalentiert, begeht den Fehler, die Göttin Athene herauszufordern. Diese, Schirmherrin der Künste, erscheint prompt und es entbrennt ein Wettkampf. Die Göttin, Inbegriff der Fähigkeit, webt einen Teppich, der in all seiner Opulenz den Kosmos beschreibt. Göttliche Manufaktur. Wer von Ihnen hat nicht schon einmal vernommen und das im ernsthaftesten Ton verkündet, dass die Märkte nervös werden oder auch am Beginn der längst normalen täglichen Börsenberichterstattung, dass sie freundlich gestimmt sind? Der quasi religiöse Klang ist dabei unüberhörbar. Es wird verkündet, wie sich eine oder gar die maßgebliche Gottheit der Markt in seinem unerschöpflichen Ratschluss heute befindet und was aufgrund dieses Befindens letztlich auch uns alle in globalen wirtschaftlichen Zusammenhängen allen lebenden Erdbewohnern zukommen wird. Arachne hingegen entsinnt ein Bild, stellt das allzu menschliche Liebesleben der Götter dar, erschafft aus ihrer begrenzten Perspektive eine individuelle Sichtweise. Also interessant ist die Geschichte nicht wegen dieser Hybris, finde ich, sondern das Interessante daran ist ja dieses, das, was du Einschränkung nennst, beziehungsweise das, was man auch, sagen wir mal, das Fehlerhafte oder Scheitern nennt. Und nur das ist wirklich Kunst und das ist das, was wir als Schönheit empfinden. Das wirklich Anrührende oder wirklich Künstlerische ist dann das, wo man unter Umständen sieht, diesen Kampf sieht um die Perfektion und das Scheitern. Was sind also Märkte als die zentralen Strukturelemente einer mittlerweile globalisierten Marktwirtschaft, die sich manchmal, aber nicht immer, weil das nicht zwangsläufig ist, das Attribut sozial zubilligt? Es gibt Märkte für alles und jedes, für Rohstoffe aller Art, inklusive Nahrungsmittel, für jede Art fertiges Produkt, für Arbeitskräfte, Informationen, für Maschinen, Waffen, Autos, Computer, Handys, Kleidung, Design, Häuser, Grundstücke, Kunst und so weiter. Der wichtigste Markt erscheint jedoch längst der für jenes Medium, für das man alles Vorgenannte haben kann, nämlich für die sogenannte allgemeine Äquivalentform, das Geld. Athene jedoch, so gedemütigt, zögert nicht lange und verwandelt die Unglückliche und alle ihre Nachkommen fortan in Spinnen, ihr Leben für immer am seidenen Faden zu fristen. Kann man Kunst, den Kunstprozess, Kunst schaffen und auch diese Nachfrage ausstellen, verkaufen, nicht als vom Produktionsprozess auffassen? Und wenn ja, muss es doch auch Maßstäbe geben und man muss das Ganze doch auch als eine wirtschaftliche Einheit sehen, ein wirtschaftlich komplexes System. Märkte erscheinen in ihrer offiziellen, affirmativen Selbstdarstellung als etwas Klares, Reines, Folgerichtiges, als Strukturen und Vorgänge, denen etwas ganz und gar Konsequentes und Rationales eigen ist. Sie haben somit auch eine eigene Ästhetik, wo zudem Schönheit mit Effizienz, Gerechtigkeit, mit Kreativität, der Kraft also wiederum etwas Schönes und Sinnvolles hervorzubringen, verbunden ist. Kurz als Verwirklichung eines idealen Konstrukts, wo sich Wunsch und Erfüllung des Wunsches ausgewogen und konfliktfrei begegnen, in Gestalt gleichberechtigter, gleichveranlagter Marktteilnehmer von Käufern und Verkäufern, die aufeinander Bezug nehmen. Es sind so harmonische, kraftvolle Ganzheiten, die fundamental erst Kultur und ihr unaufhörliches Gedeihen ermöglichen sollen, die vermittelnd erzeugende Voraussetzungen, wie die Verteilungsorte für die Güter dieser Welt sind. Ich denke, vor 20 Jahren hat es angefangen, dass
also Kunstkritiker und auch Künstler immer mehr über das Betriebssystem Kunst gesprochen haben. Wir müssten somit alle sehr glücklich sein im realen Sinne. Fairness, Chancengleichheit, beherrschen nach diesem idealen Zustand alle Gesellschaften, die sich diesem Prinzip einer Marktwirtschaft oder gar einer sozialen Marktwirtschaft verpflichtet fühlen. Das impliziert ja auch schon so einen wirtschaftlichen, so einen sachlichen, wissenschaftlichen Terminus. Märkte als formierte und organisierte, in dynamischer Stabilität agierende Gebilde, sich selbst regulierend nach dem Prinzip bzw. Gesetz der unsichtbaren Hand. Doch, und da werden Sie sicher zustimmen, entspricht dieses Bild nie ganz der beobachtbaren Wirklichkeit, beziehungsweise steht ihr in scheinbar zunehmendem Maße gar entgegen. Und ich weiß, dass das ein faszinierender Gedanke ist, weil Künstler sich ja doch oft überlegen, warum ist der eine erfolgreicher, wie macht er das, warum stellt er jetzt dort aus, warum geben Leute so viel Geld für diese Skulptur aus und, oder für das Bild und für den nicht. Und ich empfinde doch die Qualität nicht so, dass man das machen sollte. Märkte sind Treffpunkte, wie auch Arenen, der Arroganz des Herstellens, wie des Aneignen-Könnens, der Überheblichkeit von produktivem Können und Kaufkraft. Also letztlich Orte der Begegnung von Egoismen, die in dieser Begegnung von Angebot und Nachfrage den Wert aller verfügbaren Dinge und Handlungen ermitteln. Ich glaube aber, jetzt wird das immer dominierend. Also dieser Gedanke, dass Kunst auch Wirtschaft bedeutet, ist auch in die Museen so reingezogen. Doch das ist, wie gesagt, erst einmal wertfrei, beschreibt eine Struktur und die, welche in und mittels ihr agieren. Das ist ein unguter Zustand. Das bedeutet heutzutage, also Museumsdirektoren gehen nicht mehr wie früher in die Ateliers, informieren sich so unabhängig von Galerien, was passiert, nehmen Kunst nicht als Ausdruck für einen gesellschaftlichen Zustand wahr oder wie auch immer, sondern die gehen jetzt direkt zum Marktplatz. Man kann es natürlich, je nach Standpunkt, so oder so werden dann, als Quelle des Reichtums der modernen westlichen Welt, als funktionierendes und optimales Grundprinzip des Wirtschaftens einer Gesellschaft oder als etwas, das nur allmählich einen ganz anderen Preis offenbart. Fakt ist, dass sich nach diesem Prinzip technologische mit wissenschaftlichen längst eine Einheit bildende Fähigkeiten und die sogenannte Kaufkraft unaufhörlich aufschaukeln, sich gegenseitig antreiben und überbieten wollen. Ist so ein Einfluss Markt und Kunst, der funktioniert aber nicht richtig, weil Kunst braucht irgendwie eine Freiheit, braucht diese Fehler. Und es scheint sich nach wie vor, wenn man die unmittelbaren Zwecke beobachtet, für beide Seiten zu lohnen, so in diesem Wettbewerb mithalten zu können und das Wachstum stetig bleiben kann. Ist, wie es jetzt ist. Und viele Künstler sind ja nicht auf Kunstmessen vertreten, auf den großen, es gibt so eine Parallelwelt, das muss man einfach auch sehen. Und diese Parallelwelt sind auch für mich wichtig, weil die bilden den Humus für alles andere wiederum. Es gibt da Musik. Betrachtet man jedoch die mittelbaren Auswirkungen dieses Tuns und Verhaltens, so ergeben sich schon ganz andere Wertungsmöglichkeiten und Betrachtungsweisen. Der Ihnen sicherlich noch wohlbekannte Heiner Müller meinte einmal, dass der im Sinne einer Eigenwerbung und Selbstdarstellung gemachte Spruch »Aus Ideen werden Märkte« eine Aussage ist, die barbarischer nicht sein könnte. Nämlich das Verspielen und Verhunzen der Höhe des Menschlichen durch die Herrschaft des dritten Standes, des Bürgers, der Krämerseele. Dabei hatte er noch nicht einmal jene absolute Dominanz weltweiter Finanzmärkte im Blick, die in der heutigen Radikalität erst nach Müllers Tod einsetzte. Wir kommen hier an dieser Stelle zwangsläufig zu der ganz sicher zutreffenden Beobachtung,
dass jene Begegnung von einem Überbietungs- und Übervorteilungswettbewerb austragenden Egoismen immer letztlich selbstbezogener wie tendenziell eigennütziger Subjekte immer auch Machtbeziehungen hervorbringt. Und da gibt es eben welche, die haben rein merkantile Interessen. Dann gibt es welche, die wirklich interessiert sind an dem, was der Künstler macht und den unterstützen, aufbauen und so weiter und über lange Jahre begleiten. Das mir leider nicht vergönnt. Das mache ich dann. Ich begleite mich sozusagen selber. Beziehungsweise habe das Glück, also im Freundeskreis Künstler zu haben, die mich begleiten, sozusagen auch kritisch begleiten. Und das ist meine Öffentlichkeit. Das kann man zugespitzt, ironisch, überhöht, aber dennoch irgendwie zutreffend sehen und kritisieren, wie zum Beispiel der große britische Ökonom John Maynard Keynes, dessen komplexe Wirtschaftstheorien heute noch politische Praxis beeinflussen. Seine Theorien können nach wie vor Anwendung finden, um in Krisen geratene Volkswirtschaften wieder zu stabilisieren. Nämlich durch eine vom Staat auf der Basis von Krediten organisierten Nachfrage. Keynes meinte einmal, das Prinzip seines Landsmannes Adam Smith in Frage stellend, eine unsichtbare Hand regle alles automatisch im Interesse der Gemeinschaft, dass, Zitat Keynes, der Kapitalismus auf der merkwürdigen Überzeugung basiere, dass widerwärtige Menschen aus widerwärtigen Motiven irgendwie für das allgemeine Wohl sorgen werden. Keynes berührt hier eine andere Ästhetik der Märkte, speziell der Finanzmärkte, nämlich nicht die ursprünglich gemeinte und gewünschte klare, harmonische, quasi apollinische Verfasstheit, sondern vielmehr eine tragische, chaotische, dionysische Veranlagung, die mehr aus den düsteren Eigentümlichkeiten der menschlichen Natur entspringt, als aus ihrer Klarheit und Aufklärbarkeit. Es gibt eben wohl vor jeder rationalen ökonomischen Tätigkeit eine machtverzerrte, offene, scheinbar unklar und unbewältigbare Anlage, eine Verschiebung der Wirtschaftskräfte auch aufgrund exponentieller Wachstumsschübe, die in einer begrenzten Welt ins Unbegrenzte wollen. And the rich and the strong, every bondman and freeman is a hill, and in the rocks of the mountain, and they say to you, the mountain is to the rocks. Fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb, for the great day of their wrath is come, and who is able to stand? Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Also das ist so, dass man, also ich würde sagen, es ist so wie beim Roulette. Man steht immer an einem bestimmten Spielertisch und hat dann den Dealer vor sich, der zu einem passt. Und künstlerischer Erfolg ist, da muss ich Judy Lübcke mal recht geben, ist nie die Sache von einer Einzelperson.
Es sind immer, ist immer die Sache des Netzwerkes drumherum. Hier kommt also auch die Wirkung einer rasant globalisierten Medientechnologie ins Spiel. Wie ein Netz, wie der Name ja schon sagt, sieht sich weltweit ein Information-, Daten-, Signal-, aufsaugendes und verbreitendes Aggregat aus Servern, PCs, digitalen Aufnahme- und Wiedergabe- wie Verknüpfungsinstrumenten über den Globus, das als Online-Universum eine Realität des Virtuellen zur Folge hat. Plattformen, soziale Netzwerke, Facebook, Kontaktierungen erscheinen wirklicher als die Wirklichkeit, als das Reale gegenüber. Es kommt zu einer Tendenz des Kontrollverlusts im digitalen Zeitalter, der dadurch entsteht, so der Medienwissenschaftler Michael Seemann, wenn die Komplexität der Interaktion von Informationen die Vorstellungsfähigkeit eines Subjekts, eines Users übersteigt. Es sind die Verquickung von Eigendynamik der Technik und die subjektiven Sinnverluste bzw. verschwindenden Zielvorstellungen, die zu einem offenen Driften bis zu einer vollständigen Selbstbezüglichkeit, also die komplette Rückkopplung auf genetische Impulse, auf unwillkürliche Affekte führen. Ich glaube, als Künstler braucht man ja immer Partner. Und also nicht nur Künstlerkollegen, sondern du brauchst die Partner, ob die es aus der Galerieszene kommen oder vom Museum oder Kunstwissenschaftler sind. Die Ereignisdichte der virtuellen, digital erzeugten Welten ist heute faszinierender für sehr viele als das Reales im Sinne des gegebenen Natürlichen noch ein attraktives Paroli bieten könnte. Das Fatale dabei ist die Zerreißung, denn die Bedingungen und Bedingtheiten des Daseins und Existierens bleiben quasi der Schwerkraft unterworfen. Natürlich ist die Einzelperson diejenige, an der sich das dann festmacht, an der praktisch sich das Ganze verbindet, ja, oder als Knoten sozusagen zusammenkommt. Wir bleiben bis auf weiteres Körper, haben einen Leib, sind stoffwechselnd, biochemisch, physisch real, haben aber mit Hilfe der neuronalen Anlagen unseres zentralen Nervensystems, unseres Großhirns vor allem, dieses Körperbewusstsein transzendiert. Wir heben ab. Künstler ist kein besonderer Mensch, sondern Künstler sind ganz normale Leute wie alle anderen auch. Und da gibt es, wie in allen anderen Berufen, gibt es die nicht sozial kompetent sind. Es gibt die trinken. Es gibt unglaublich viele große Begabungen, die aber nicht lange reichen. Und sind befangen durch die besagte Eigendynamik digitaler Techniken, nicht zuletzt
auch auf den Finanzmärkten. Hat dort professionell plutokratisch angewandte Instrumentarien eingesetzt, inklusive auch die Gegenwelten der Blogger, Twitter, von Facebook, WikiLeaks etc. Und diese führen natürlich durch die Kälte einer Inhaltslehre wie ihrer systemischen Interesselosigkeit zu A, einer ästhetischen Verflachung und B, zu einer Art programmierten Bösartigkeit, die von Desintegrationstendenzen gesellschaftlichen Zusammenhalt aufzulösen drohen. Also es gibt so einen Begriff, das Melancholieverbot, und dem bin ich auch häufig begegnet. Also das hat auch zu DDR-Zeiten existiert, dass man gesagt hat, die Bilder sind nicht fröhlich genug, die sind nicht heiter, die sind nicht, es ist immer nur die andere Seite dargestellt. Und das hat mich eigentlich begleitet bis jetzt. Und das ist ein interessanter Punkt, mal zu überlegen, ob das wirklich damit zu tun hat, dass natürlich ist da immer beides drin, so die Endlichkeit und der Tod. Klar, also im besten Fall, wenn du das hinkriegst, dass es wirklich Kunst ist, also wirklich ein großes Glück. Tendenzielle Armut verbreitet sich zeitgleich mit unverschämtem Reichtum aus. Das hat zum Beispiel der Journalist Walter Wühlenweber sehr anschaulich in seinem jüngsten Buch Die Asozialen dargestellt. Parallelwelten entstehen durch die Möglichkeiten eines leistungslosen Einkommens, sowohl ganz oben als auch ganz unten in der gesellschaftlichen Pyramide. Also ich habe manchmal Zeiten, wo ich nicht malen kann und wo ich plötzlich das Gefühl habe, die ist mir durch die Finger geronnen, wie gesagt. Aber wenn ich was... Dies bewirkt natürlich kulturell fundamentale Wandlungsprozesse, Entwertung von ehemals beständigen materiellen wie geistigen Gütern, nicht zuletzt durch eine Art Inflation der Angebote von Überreizungs- und Übersättigungserscheinungen, die einen verbreiteten fundamentalen Sinnverlust und dessen Kompensationen durch einen globalisierten Konsumismus, durch einen Markenkult etc. nach sich ziehen. Davon bleibt auch die Kunst als konkrete gesellschaftliche Erscheinung und dem mitbedeutendsten Aspekt menschlicher Kreativität nicht unberührt. Das sogenannte Betriebssystem Kunst ist spätestens seit den 90er Jahren ein marktkompatibles und darin sehr homogenes Gebilde geworden. Prioritäten darin haben sich vom Künstlersubjekt längst ins Systemische des Galerien, Museen und sonstigen Ausstellungswesens anhand von Kuratoren, Direktoren und wenigen Großkritikern verschoben. Ursprüngliche Werkhoheit, also die Fähigkeit, sowohl im intellektuell-poetischen wie im handwerklichen Sinne besondere Artefakte mit hohem Sinngehalt herzustellen, galt in der Moderne dann schon mehr die Definition Werner Hoffmanns
dass Künstler Menschen sind, die an Kunstakademien ausgebildet wurden und das, was sie hervorbringen, zwangsläufig Kunst wird. Kunst aber heute ist das, was als solche im Betriebssystem Kunst, egal was es ist, durchgesetzt werden kann. Das heißt, auf immer höheren gegebenen Hierarchieebenen landen. Der Bezug zur kommerziellen Bewertung spielt dabei eine immer größere Rolle, also seine Marktästhetik, die zudem nur noch medienvermittelt ist und im öffentlichen Bewusstsein so anlangen kann und sich realisiert. Also ein gutes Gegenbeispiel ist die Werbung, also wirklich die Mode. Also man muss nur mal Vogue oder Gentleman Quarterly durchgehen. Also die Posen wie Markenartikel für Uhren, Taschen auch präsentiert werden, die haben auch ganz viel auch mit Melancholie, mit Tod auch zu tun in der Präsentation. Das, was jetzt auffällig ist, ist ja, dass immer größer, immer schneller, immer bunter auch bedeutet, immer teurer. Ne? Und Kunstwerke werden dermaßen überdimensioniert hergestellt, auch finanziell überdimensioniert hergestellt, dass tatsächlich der Eindruck entsteht, dass für das Kleine und Intime kein Raum mehr ist. Welt, schreibt der amerikanische Politologe Matt Taibbi, geht es nicht mehr um Ideologien, sondern um Komplexität. Wir leben in einem komplexen bürokratischen Staat mit komplexen Gesetzen und komplexen Geschäftspraktiken. Und die wenigen Gruppen, die sich die Mühe machen und die auch die Fähigkeit haben, diese Komplexität aktiv für sich zu nutzen, haben automatisch die politische Macht. In Wahrheit wird uns also der übergroßen Mehrheit, den 99%, wie die Occupy-Bewegung das früher sogenannte Volk rational nominell benennt, die politische Macht, die in dem demokratisch verfassten Staaten komplett vom Volke ausgehen sollte, Stück für Stück entrissen, mittels tausender Einzeltransaktionen, die sich im sogenannten Kleingedruckten und an der Peripherie eines riesigen gesellschaftlichen Apparates vollziehen, von dem die meisten von uns gar nichts wissen und es oft weder wollen noch können. Right foot upon the sea, and his left upon the earth. And he cried with a great voice as the lions roaring. And when he cries, as the seven thunders uttered their voices. And when the seven thunders uttered their voices, I was about to cry.
standing upon the sea and upon the earth lifted up his right hand to heaven, and swear by him that liveth forever and ever. And the earth and the things that are therein, and the sea and the things that are therein, that there shall be delay no longer, but in the days of the voice of the seventh angel, when he is about to sound, then is finished the mystery of God. Es geht einerseits um angebotspolitische offene Wachstumsstrategien, andererseits aber um nichts anderes als Biopolitik, also einer vital exponentiellen, darin völlig irrationalen Umschichtung aller Subsistenzbedingungen, also aller realen, im Sinne von verfügbaren, materiellen Werten verstandenen Sachverhalten. And they say unto me, now must prophecy again over many peoples and nations and tongues and kings. End of chapter 10. Der moderne Weltpolitiker ist damit kein eigentlicher Akteur, der er eigentlich sein sollte, siehe oben, im Interesse eines ausgeglichenen Gemeinwesens der Politeia, sondern ein Moderator und Mediator im Dienste einseitigster, egozentrischster und exklusivster Interessen. Es ist auch längst ein unauflösbarer Komplex von Staat, Politik, Wirtschaft, Finanzsystem geworden, wo nicht mehr ohne weiteres festgestellt werden kann, wer von wem abhängt. Das meint auch der Politikwissenschaftler Wolfgang Streeck, wenn er feststellt, dass nur noch Personen in Gestalt von Kapitalverstehern die Posten und Ämter von Relevanz, also mit politischer Machtfülle und Entscheidungsgewalt, übernehmen können. Der sowohl ausgegrenzten, beschäftigungslosen, wachsenden Minderheiten und den abhängig beschäftigten großen Mehrheiten und der winzigen Gruppe einer echten Vermögenselite, die mit spezifischen Funktionseliten, vor allem des globalisierten Finanzsystems, einen Geldmachtkomplex, ein sogenanntes Finanzoligopol verkörpern. Wo, so in den USA, augenscheinlich sind das 0,1% über mehr als 33% des Gesamtvermögens verfügen. Und zugleich hochempfindliche, machtbewährte Gewinnerwartungen aussenden. Atebi bemerkt dazu in seinem fulminanten Buch Kleptopia eine der schlimmsten vorstellbaren Utopien einer winzigen Minderheit ist im Amerika des 21. Jahrhunderts Realität geworden. Der systemische Betrug der großen Mehrheit durch die herrschende Politik und Wirtschaftselite. Also Sprecher Bernd Rosner, Philosoph. Die Tendenz ist, trotz der Finanzkrise 2008, dass die Raubzüge der internationalen Sabine Herrmann und Klaus Kelisch, Künstler. Die aktuellen Finanz- und Schuldenkrisen sind nichts anderes als ein Hörspiel von Enki Durang X. Musik und Sounds, MK Ultra. Status quo, permanenter Umverteilung. Auszüge, Thomas Morus, Utopia, die Apokalypse des Johannes, das Buch Kohelet, Dante, die göttliche Komödie, zu finden auf LibriVox.org. Produktion, Einheit 7, anlässlich der Ausstellung, Apokalypse, Utopie, Galerie Pankow, 28. November 2012 bis 20. Januar 2013. Thank you.
völlig neuartigen Ebenen, die dieser Super reicht. Banken sind dabei, auch nur Logistikleister, die diesen Prozess organisieren, steuern und kreativ gestalten. Sie ermöglichen den ganz spezifischen, geschichtlich und kulturgeschichtlich völlig neuartigen Lebensstil dieser Supermarkt. Und das Ganze bekommt längst eine hochriskante, irrationale Eigenart. Der Soziologe Und noch heute werden alle Spinnentiere Arachniden genannt.